Hallo, ich mache noch ein Freitagsvideo und ich habe so ein paar Dinge diese Woche erlebt, die mir, ja, ich sag mal, ein gutes Gefühl, ein zuversichtliches Gefühl gegeben haben. Und zwar habe ich sowohl im Kundenkreis als auch im Kollegenkreis Menschen, die noch dem Mainstream folgen, aber wo diese Überzeugung so langsam bröckelt, dass wir es mit einem ernsthaften System zu tun haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das so kurz fassen soll, weil ich habe immer wieder Gespräche, wo es um das Gesundheitssystem geht, um die Qualität der Versorgung, die man so erlebt, ambulant und stationär. Ich habe immer wieder Gespräche über die Tagespolitik, die so in den Medien berichtet wird und halt so Dinge, wo man so als normaler Bürger sich fragt, was machen eigentlich die Politiker für uns oder wo man sich fragt, wie gründlich sind eigentlich manche Mitarbeiter im Gesundheitswesen und so viele Sachen, ne, wo man sich als Bürger immer fragt, ist das gut für mich, was andere da entscheiden oder würde ich das gerne mal anders haben? Und ich beobachte das halt und ich sage auch nicht viel dazu, weil man kommt dann in Teufels Küche. Und ich habe gelernt, einfach zu beobachten und so ein bisschen halt eine Tendenz zu sagen, aber nicht jetzt da alles zu erzählen, was ich weiß, weil die Leute können das nicht aufnehmen. Und ich höre halt viele Geschichten, wo Menschen irgendwie mit einer Krankheit zum Arzt gehen und dann erzählen die, ja, der Arzt hat dies und das empfohlen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und dann überlege ich immer mit den Leuten zusammen, wo man sich mal informieren könnte, sich was durchlesen könnte oder wo man eine zweite Meinung holen könnte. Und dann beobachte ich immer die Reaktion, ne? Und das ist einerseits anstrengend, dass die Leute Informationen nicht annehmen, Argumente nicht sich durch den Kopf gehen lassen und dann lieber, ja, ich sag mal, das tun, was denen gesagt wird, als dass sie sagen, ich würde gerne mal was Eigenes, anderes ausprobieren. Und ich kann da gut mit leben, ne? Wenn einer nicht will, dann will er nicht. Und das ist im Moment aber so gehäuft, ne? Dass Leute ihre Geschichte erzählen, mit irgendeinem Arztbesuch oder Krankenhausbesuch oder mit irgendwelchen Medikamenten, die sie verschrieben kriegen oder irgendwelche Diagnosen, die irgendwie viel zu spät gemacht werden oder ich weiß nicht was, wo ich dann immer so sage, finden Sie das in Ordnung? Glauben Sie, dass das gut ist oder dass irgendwas vielleicht viel zu viel ist oder dass vielleicht, dass das gar nicht hilft oder na, wem dient diese Therapie? Haben Sie da was von oder der, der dran verdient? Also ich stelle dann immer so ein bisschen ketzerische Fragen, aber ich versuche nicht zu ketzerisch zu sein, weil ich will die Leute ja nicht ärgern. Ich möchte nur, dass die merken, dass ich manche Sachen halt komisch finde. Und genauso ist das, wenn mir eine Kollegin, die sehr stark dem Mainstream folgt, wenn die halt mir Dinge aus der Bundespolitik erzählt, die sie irgendwie in den Nachrichten gesehen hat. Und ich dann irgendwie sage,
dass ich das schon lange gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und sie mir das dann aber immer wieder brühwarm erzählt, was wieder Neues los ist, was für mich einerseits ganz interessant ist, weil ich gucke ja selber keine Nachrichten mehr, aber andererseits ist es immer wieder das, was ich kenne, ne? Dass da irgendwelche, ja, wie soll man sagen, irgendwelche Stimmung gemacht wird oder irgendwelche Inhalte, jetzt sei es Klima oder sei es irgendwie Migrationspolitik oder sonst was, irgendwie in eine Richtung gelenkt werden soll. Und ich dann immer nur sage, ja, es soll irgendein Eindruck entstehen für die Zuschauer. Also ich rede dann immer wie so ein Deutschlehrer, der irgendeine Geschichte interpretiert. Und meine Kollegin, die ist dann besorgt oder verärgert oder die nimmt das ernst, ne? Und ich sage dann immer, ja, wer erzählt das und warum wird das so erzählt? Und ist das neu, dass diese Dinge immer auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt werden? Und wir reden aneinander vorbei, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie immer wieder mich testet, was ich denke. Und ich bin da jetzt auf der Arbeitsstelle seit April und das geht schon eine ganze Weile so, ne? Sie will wissen, was ich über politische Sachen denke, über das Gesundheitswesen denke und wo ich mich so ein bisschen informiere, ob das offizielle Studien sind oder wo ich mir meine Meinung bilde. Und ich sag mal ganz vorsichtig, ich finde das gut, dass sie neugierig ist und so dezent rauskriegen will, warum ich anders denke. Und sie will halt, ich sag mal, ihr Gesicht nicht verlieren, weil sie guckt halt ARD und ZDF und denkt, sie wäre gut informiert. Und trotzdem will sie wissen, welche Internetseiten ich gucke. Und ich hatte letztens was gelesen auf der Seite im Zentrum der Gesundheit. Da stand was über Mandel-OPs und wann eine Mandel-OP indiziert ist. Und das kam, weil es ging halt im Büro darum, wann ist eine Mandel-Operation für Kinder indiziert. Und dann habe ich einfach mal da geguckt, wo ich schon mal geguckt habe, halt im Zentrum der Gesundheit. Und das hatte ich irgendwo auf Telegram mal gefunden. Und dann habe ich gesagt, hier gibt es eine Studie und die schreiben halt, wann ist eine Mandel-OP bei Kindern indiziert und wann nicht. Und dann habe ich gesagt, und das, was hier in der Praxis, sage ich mal, passiert, ist irgendwie anders. Aber ich bin schließlich Laie. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Mandel-OP und ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur ein bisschen lesen und dann für mich irgendwas denken, aber ich spreche auch keine Empfehlungen aus, ne? Und sie hört dann genau zu und wundert sich, dass ich da auch mit Studien komme, die in irgendwelchen internationalen Zeitschriften abgedruckt sind und dass das eine Stichprobe von über 1 Million Kinder war, die da untersucht wurden. Und sie kriegt das noch nicht zusammen. Sie versteht nicht, dass das auch seriöse Daten sind scheinbar, die ich da lese und dass ich dann irgendwie zu einem anderen Schluss für mich persönlich komme als irgendwelche Mainstream-Fachleute. Und ich merke aber, die Diskussion wird besser.
Also man fragt, man hört zu, man sagt dann nicht direkt, du bist doof, sondern man schweigt und denkt nach. Und das ist für mich schon ein ganz großer Fortschritt, wenn ich so die letzten 3 Jahre überlege, da wurde ja gar nicht zugehört und da wurde direkt geschimpft, wenn einer eine andere Meinung hatte. Und heute habe ich noch irgendwas gesagt von irgendeiner Klimakleberin, wo ich mal gelesen hatte, dass die praktisch gar nicht aus der Politik kommt, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so ein ganz einfaches Mädchen ist, die da jetzt zur, weiß ich nicht, zur wilden Klimakleberin geworden ist, wo ich gesagt habe, wie kann das sein, dass ein einfaches Mädchen, die immer unpolitisch war, auf einmal zur Klimakleberin wird? Und meine Kollegin hat dann auch zugehört und wusste auch nicht, was sie sagen sollte. Und dann sagte sie, ja, aber trotzdem geht das nicht. Ja, ich sag, das geht auch nicht, dass die sich da auf der Straße festkleben. Aber ich sag, wer bezahlt die, ne? Warum kleben sich einfache Mädchen auf der Straße fest? Ist doch nicht normal. Und dann hat sie da auch kurz drüber nachgedacht. Und dann blieb das aber so bei der Sache, ja, das geht aber nicht, weil die anderen Menschen werden dann in ihrer Mobilität eingeschränkt. Und ja, also ich sag mal, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber meine Argumente, die werden nicht mehr ins Lächerliche gezogen, die werden gehört. Und scheinbar kommen die irgendwo an, aber können noch nicht so richtig verarbeitet werden. Und ich kann das, auch wenn das nur ein kleiner, wie sagt man, Fortschritt ist, ich kann das nur positiv sehen. Also man freut sich schon über Kleinigkeiten in dieser ganzen Debatte, egal um welches Thema es geht. Also ich finde das schon ganz toll, wenn Leute zuhören. Und einfach mal den Mund halten. Das ist jetzt, hört sich nicht nett an, ich meine das gar nicht so. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man einfach mal nachdenkt. Und das beobachte ich im Moment. Und dann hatte ich neulich noch ein Gespräch mit jemandem, also die lebt in einer Beziehung, wo praktisch der Riss mitten durch die Beziehung geht und da ging es um Heilkräuter. Und dann habe ich so ganz vorsichtig gesagt, dass ich Heilkräuter auch gut finde und dass das ein altes Wissen ist, was in Vergessenheit geraten ist. Aber früher haben die Menschen sich ja auch mit Heilkräutern geholfen. Und das war schon richtig heißes Eisen, sowas zu sagen. Und dann versuche ich das immer so damit zu untermauern, dass ich aus dem Gesundheitsbereich komme und mich immer für sowas interessiert habe, damit das nicht immer sofort auf diese Schiene kommt. Ich bin gegen alles und ich bin jetzt extrem für Kräuter oder so. Das ist ja schon fast politisch, wenn man sagt, ich bin für Kräutertees. Aber die Menschen hören zu, ne? Und die interessieren sich dann auch, wenn sie selber von irgendwas betroffen sind, auf einmal dafür, welche Kräutersachen es gibt, obwohl sie total ein Problem damit haben, dass der Partner das immer auf Telegram nachliest, weil das ist ja der verbotene Sender, so ungefähr. Und manchmal ist das auch schon komisch, aber es sind Fortschritte, die sind hauchdünn und kaum zu sehen, aber ich spüre das. Und wenn ich da so am Wochenende kurz drüber nachdenke, dann freue ich mich. Es geht in die richtige Richtung und man muss jetzt den anderen die Zeit lassen, dass die ihr Gesicht wahren können und nicht sagen, ich habe recht gehabt, sondern dass man die einlädt, bitte wieder logisch zu denken
und sich zutrauen, selber mal Dinge zu durchdenken und zu verstehen und sich am Ende selber eine Meinung zu bilden, dass man die dabei so ganz unauffällig unterstützt. Das ist so im Moment also die Aufgabe, die ich für mich da drin sehe, dass die praktisch selber entdecken und dann sagen, ich habe das selber entdeckt und nicht so belehrend irgendwie sagt, ich sag dir jetzt, was du falsch gedacht hast und nein, sondern dass man so wie man selber irgendwann, also ich bin vor 3 Jahren auf viele Sachen gestoßen, so dass die Leute jetzt selber so auf so Sachen stoßen. Na, wer ist gekauft und was ist Propaganda und wie werden wir eigentlich im Gehirn gewaschen und welches Wissen soll keiner wissen, weil andere nämlich lieber ihr Geld verdienen wollen? Und warum sollen wir nicht selber denken? Warum dürfen wir alte Sachen nicht in Frage stellen? Alles so Sachen, das entdecken die Leute jetzt, glaube ich, langsam, weil der Widerstand immer noch da ist und leiser geworden ist, aber immer noch da ist. Und wir sind friedlich geblieben, wir sind nicht voll frustriert und wir sind nette Menschen und wir missionieren nicht, wir warten ab und das ist alles für, das spricht für uns und ich glaube, die Menschen kommen so langsam aus ihrem Dornröschenschlaf und machen die Augen auf und reiben sich die Augen und denken, Mensch, was ist denn hier los? Habe ich geschlafen die ganze Zeit? Und das sehe ich jetzt und das ist schön. Ich melde mich morgen nochmal. Bis dann.